Im Prozess um den sogenannten Missbrauchskomplex Wermelskirchen hat das Landgericht Köln heute das Urteil gefällt. Der 45-jährige Markus R. aus Wermelskirchen ist zu 14 Jahren und 6 Monaten Gefängnis verurteilt worden. Im Anschluss ist eine Sicherungsverwahrung angeordnet. Konkret sprach das Landgericht Köln den Angeklagten wegen schweren sexuellen Missbrauchs in 84 Fällen schuldig. Zwischen 2005 und 2019 soll der Angeklagte laut Anklage insgesamt 13 Kinder sexuell missbraucht haben. Und unser Reporter Marian Grunden in Köln im Landgericht, der hat diese Urteilsverkündung heute verfolgt. Und damit ist das Gericht ja nur knapp unter der Forderung der Staatsanwaltschaft geblieben. Marian, wie ist der Prozess dann am Ende verlaufen? Nun, ganz genau, du sagst es, 14 Jahre und 10 Monate plus Sicherungsverwahrung hatte die Staatsanwaltschaft ursprünglich gefordert. 14,5 Jahre plus Sicherungsverwahrung sind es dann geworden. Dem Prozess, da gab es am Anfang einen kurzen Moment, wo man dachte, das würde sich jetzt um Stunden verzögern. Denn da sagte das Gericht dann, man müsse das Verfahren nochmal eröffnen, nochmal die Beweisaufnahme eröffnen. Da ging es wohl um eine Formalie, die dann noch geklärt werden musste. Da hatten sich dann schon alle darauf eingestellt, dass das jetzt relativ lange dauern würde. Dann ging aber die Tür auf und man konnte wieder in das Gericht und dann eben die Urteilsverkündung. Markus R., der wurde auch in den Saal reingeführt, hat sich auch wie in der Vergangenheit während des Verfahrens die Mappe vors Gesicht gehalten, hatte eine Kapuze auf, ein sehr schmaler, dünner Mann, der dann reingeführt wurde, sich dann direkt hingesetzt hat, auch die ganze Zeit mit den Füßen gewippt hat. So haben wir es dann beobachtet. Er saß dann da, hat aber sein Gesicht die ganze Zeit nicht gezeigt. Im Verfahren hat er dann den Großteil der Taten tatsächlich auch gestanden und eingeräumt, sie selber auch als abscheulich bezeichnet. Und das ist tatsächlich auch so, dass jetzt die Staatsanwaltschaft eben da mit dieser Sicherungsverwahrung nochmal durchgekommen ist. Also Markus R. wird in Zukunft nicht mehr in der Öffentlichkeit sein. Marian, sprechen wir noch einmal darüber, wie die Ermittler den Täter überhaupt auf die Spur gekommen sind. Denn das Internet ist ja ein Raum, das eine gewisse Anonymität dann doch bietet. Wie hat man das Ganze dann aufdecken können? Ja, du sagst es schon, der IT-Fachmann Markus R., der hat seine Spuren nach bestmöglich versucht zu verschleiern. Insgesamt hatte er 30 Terabyte an Daten auf dem Computer. Und da muss man sich mal vorstellen, dass die Polizei da allein 17 Stunden gebraucht hat, nur um dieses 17 Tage gebraucht hat, nur um dieses Material dann sicher zu kopieren und zu sichern. Also ungeheure Mengen, und er ist da wohl ziemlich sicher vorgegangen. Allerdings hatte er einen Chat mit einem sexuellen Missbrauchstäter aus Berlin. Und zwar hat er dort 17.000 Nachrichten insgesamt ausgetauscht, zwar unter einem Pseudonym, da hat er sich Jan genannt, aber eben in diesen 17.000 Nachrichten hat er dann doch erklärt, wann seine Frau Geburtstag hat, wann sie geheiratet haben. Und so konnte die Polizei dann eben Rückschlüsse ziehen auf ihn, auf diesen Tatort, seinen Wohnort in Wermelskirchen und ihn dann eben festnehmen. Und tatsächlich hatte er sich auch in Berlin mit diesem Kriminellen, mit diesem anderen Pädokriminellen tatsächlich dann getroffen. Dort wurde ihm dann auch ein geistig behindertes Kind zum sexuellen Missbrauch überlassen. Und da konnte dann die Polizei eben zugreifen, hat dann verstanden, aha, es handelt sich um diese Person. Jan ist Markus R. und konnte dann eben in Wermelskirchen letztendlich zugreifen. Diese Person ist nun für immer aus dem Verkehr gezogen nach dem Urteil des Landgerichts heute. Marian, danke dir für deine Einschätzungen aus Köln. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können? Ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten, eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.